Legen wir los. Hi, my name is Slim Shady. Ich wollte mein Bild da haben, dass ihr an mich erinnert. Ich arbeite für ein großes Mobilitätsunternehmen. Ich möchte jetzt aus rechtlichen Gründen nicht genau darauf eingehen, welches Unternehmen das ist, aber das könnt ihr alles erraten. Aber ich war nicht hier, ja? Ich war außerhalb der Stadt, wenn das alles geschehen ist. Wir haben sehr viele Anwendungen. Wir haben hunderte von Anwendungen und sehr viele davon haben Geobezug und haben Karten. Und eine Sache, was ich immer wieder von meinen Kunden höre, ist, ja, die Karten sind ja umsonst. Und da kommt in diesem Beispiel, ja, ich kann auf meinem Handy mit einer Google Maps navigieren und so weiter und so fort. Und wir Entwickler sagen, aha. Und da denke ich immer bei mir, das sind wahrscheinlich so die Menschen, ich würde gerne sehen, wie die sich bei All You Can Eat benehmen. Gut, und dann zeige ich drei Sachen. Einmal kostenlose Google Maps, einmal kostenlose OpenStreetMap, wo man direkt auf die öffentliche OpenStreetMap-Server linkt, und einmal die Geschichte mit dem Upload-Filter oder überhaupt, wenn man dazu also übermäßig benimmt. Und jetzt kommt mein Lieblingsding, und zwar, wenn der Projektmanager tatsächlich einen klugen Entwickler hat, dann kommt sowas. Ja, ich nutze einen Kartenserver, habe ich zufällig im Internet irgendwo gefunden und der hat gut funktioniert. Ja, und dann kommen dann die rosa Kacheln und alles Mögliche. Gut. Und dann kapieren langsam die Kunden, dass die Karten nicht so wirklich umsonst sind. Und dann, ich verwende auch gerne diese Tanztafel. Es gibt nicht sowas wie ein freies Lunch, ist von Robert Heinlein. Dann nächste Frage, die ich auch sehr liebe, okay, was wird es dann kosten? Das fragen sehr oft die Projektmanager. Und leider ist die Antwort auf diese Frage extrem schwierig. Warum ist es schwierig? Es gibt viele Anbieter, die rechnen ganz unterschiedlich. Manche rechnen in Tiles, manche mit MapViews, Transactions, Maploads, was auch immer das ist. Verschiedene Währungen von Euro bis zu Rubel. Preise mit Mehrwertsteuer und ohne Mehrwertsteuer. Und auch mein Lieblingsding ist, ja, schicken Sie uns eine Anfrage und wir schicken euch den Preis. Ja, Leute, so wirklich, also ihr seid ja Dutzende, soll ich jetzt mit jedem verhandeln? Nee. Und dann natürlich auch die komplexe Preismodelle. Google, I'm looking at you. Im Sommer hat Google Preismodell umgestellt. Ich habe ein PhD in Informatik, ich verstehe nicht, ich kann das nicht rechnen. Ich weiß nicht, welcher Preis da kommt. Und man muss schon irgendwie ein Bezahlkonto anlegen und dann wird man rausfinden, was man eigentlich dem Google schuldet. Es gibt einen bekannten Fall von einer tschechischen Webseite, deren Rechnung von 0 auf ca. 5.000 Dollar pro Monat gestiegen ist. Also passiert ja auch. Und also kein Mensch kann das wirklich verstehen. Also kostet irgendwas, aber da gibt es einen Kredit, aber für das, aber nicht für jenes. Und native mobile Apps kosten nichts, aber die andere Karte, also gut. Okay, also wir haben recherchiert. Wir haben wirklich sehr viel Zeit investiert in eine Recherche bei folgenden Parametern. Wir wollten Hintergrundkarte, also wirklich nur Hintergrundkarte. Uns ist egal, dass irgendwie ein Dienst irgendwelche Mehrwertdienste anbietet und so weiter. Wir haben Dutzende von Anbietern analysiert. Nur 16 waren so weit, dass wir sagen konnten, okay, da verstehen wir halbwegs, was der Preis wird. Preise, die genannt sind, keine Kontaktas, keine Logvogel-Angebote und so weiter. Und wir haben alles in Tiles pro Monat umgerechnet und haben Mehrwertsteuer berücksichtigt. Und so weiter und so fort. Ich springe das ein bisschen. Ergebnisse. Ein Punkt, ganz wichtig, ich möchte keine Werbung machen, weder pro noch anti, aber ihr könnt ja sehen, also ich habe extra den Slide hier, die Kurve nach oben, das ist Google Maps. Ja? Also wenn man das quasi so darstellt, alle anderen sind im Rahmen der statistischen Fehler. Okay, wenn man Google rausnimmt, dann ist die Geschichte ein bisschen interessanter, da kann man schon sehen, es gibt dann verschiedene Entwicklungen und wahrscheinlich das Slide, warum ihr hier seid, ist das hier, also jetzt ihr habt jetzt eine Chance, das abzufotografieren. Die Slides werde ich nicht zur Verfügung stellen, weil ich kann dafür wirklich verklagt werden, wenn da irgendwas falsch ist. Was ich hier aber sagen will, da sind unsere 16 Anbieter,
Die Entwicklung von Preisen, abhängig von Anzahl von Teils, die geladen werden, verläuft sehr unterschiedlich. Und die Gefahr ist, sehr oft in sozusagen in unteren Bereichen, also bis zu 250.000 Teils pro Monat oder so, viele sind sehr günstig, aber dann gibt es so wirklich, dann geht es auseinander. Es gibt hier ein paar Anbieter, die preislich sehr stabil bleiben. Ich, wie gesagt, ich möchte keine Werbung machen, aber ihr könnt das schon mal sehen. Die sind auch relativ bekannt und das ist sozusagen, das war unser Ergebnis, dass es gibt einige, die sehr sinnvoll ist, aber ansonsten kann man wirklich bei der Geschichte sich komplett verfehlen. Und der letzte Slide ist ein Appell. Was ich sehr gerne hätte, ist sowas, also so eine Art Vergleichsportal für Kartendienste. Ja, wo ich eintippen kann, ich will, keine Ahnung, 10 Millionen Kacheln, zeigt mir, was ich wem dann bezahlen kann. Von mir aus als Open-Source-Projekt, wo wir diese Formel abhängig von Teils irgendwie Community pflegen wollen, wo das verifiziert wird und peer-reviewed, aber das hätte ich gerne, hatten wir nicht, die Analyse hat uns so 4-5 Tagen gekostet, bis wir das alles rausgefunden haben. Ich lasse das erstmal stehen, ich war außerhalb der Stadt und dann geschehen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Herzlichen Dank, Alexei, und Respekt für den Aufwand, den ihr hier in die Analyse getan habt.